Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der gute Leon Elektronik hat ja vor etwas über einer Woche wieder einer seiner lustigen Ansagevideos hochgeladen, auf das ich noch nicht reagiert habe, und hiermit will ich das jetzt nachholen. Okay, legen wir los mit dem Video von Leon. Oh, servus liebe Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik mit einem neuen Video für euch. Ich hoffe, euch geht es gut, bei mir soweit. Naja, ihr könnt's euch ja denken. Leons Alkoholkonsum schlägt ihm halt auch auf die Psyche. Und auf das Thema geht dieses Video heute hinaus. Folgendes möchte ich heute bekannt geben. Und mir tut es leid für all diese Menschen, die es immer gut mit mir gemeint haben und die sich immer gefreut haben, wenn ein neues Video von mir kam. Ich werde euch leider verkünden, sollten diese ganzen Mehlwürmer, Franktreiber und weitere Trollkommandos da draußen mich weiterhin belästigen und versuchen, mich weiter herunterzuwirtschaften und meinen Ruf weiter zu schädigen. Und ich werde aber in dieser Zwischenzeit, habe ich auch schon erfahren, dass dieser Franktreiber und auch diese ganzen Trollkommandos bei sämtlichen Veranstaltern und Musikanten über 70 E-Mails an diese Menschen gesendet haben. Ich habe an keinen Veranstalter eine E-Mail geschrieben. Aber was ich mich frage, woher Leon wieder ganz genau weiß, dass 70 E-Mails an verschiedene Veranstalter geschrieben wurden. Entweder ist das eine Lüge von Leon oder Leon ist auf jemand hereingefallen, der ihm Leon verarscht hat. Immer mit der gleichen Mail, Proton-Mail, so und so. Und da davor irgendein Name, aber immer Proton-Mail, 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 Proton-Mail. Immer das Gleiche. Woher ich das weiß? Ich habe Einblick bekommen. Es gibt und zwar halt doch noch eine treue Seele, der zuerst sagt, ey, pass auf, das muss ich dem Leon zeigen, da stimmt was nicht. Und sicher, Leon, dass dich dieser Typ nicht verarscht. Und der hat sich mit mir in Kontakt gesetzt und hat mich das mal lesen lassen und den habe ich das mal sogar auch gezeigt, was dieser Franktreiber und was diese Telegram-Gruppen über mich losgelassen haben. Und er hat selber gesagt, er wird mich jetzt zwar als Musikant, und zwar wird er mich damit unterstützen, und zwar, dass er zwar diesen gefährlichen Mehlwürmern, Franktreiber und anderen Idioten endgültig denen das Licht ausgemacht wird. Leon, du bist kein Musikant, nur weil du bei Roland bei seinen Auftritten mitgrölst. Und zwar für immer. Ne? So. So schaut es aus. Aber auch, und zwar aus der Schaustellerbranche, gibt es jemanden, der mich da gewaltig unterstützt und der den Franktreiber und die anderen Mehlwürmer da draußen, und zwar denen noch, und zwar ebenfalls, und zwar den Gashahn und das Licht an- und ausdreht. Das glaube ich dir nicht, Leon. Dann zeig doch mal so eine E-Mail als Beweis, Leon. Genau. Ja, weil es da noch Menschen gibt, die den Mut haben, und zwar mal sagen, pass auf, da muss ich mir mit Leon Rücksprache halten. Da stimmt was nicht. Die meisten Leute sind doch froh, wenn diese auch die Ruhe vor Leon Elektronik haben. So. Okay. So, das ist Punkt Nummer 1. So, ich werde aber in dieser Zwischenzeit, und zwar mit den Menschen, die bis jetzt noch keinen Kontakt mit mir aufgenommen haben, die aber auch E-Mails von den Trollkommandos und von anderen Spaden wie Franktreiber das bekommen haben, ich werde mich mit diesen Menschen, mit denen ich jahrelangen Kontakt gepflegt habe und ein gutes Verhältnis aufgebaut habe, und zwar ich werde mich mit diesen Menschen zusammensetzen und denen mal vor Augen führen, was das alles für Mehlwürmer da draußen eigentlich sind. Woher weiß jetzt Leon wieder, wer alles eine Mail bekommen hat, von diesen Hatern? Das Ganze stinkt doch wieder nach einer Lüge von Leon. Und worauf die eigentlich hinaus wollen, nämlich einen und zwar sein letztes Hab und Gut nehmen. Leon, was soll man dir noch großartig wegnehmen, der letzte Kasten Ratskrone oder was? Das Billo-Bier kannst du gerne alleine trinken.
weil ihnen einem das Gesicht nicht passt, weil ihnen einem das Aussehen nicht passt und so weiter und so weiter. Ja, ich werde dieses ganze Zeug, und zwar was ich schon gesammelt habe vom Frank Treiber, was ich alles beweisen kann, dass er ein Verbrecher ist, und dass er die Zündschnur angezündet hat, und zwar, dass das alles da um die Ohren fliegt und dass ich mich aufregen muss. Er hat den Stein ins Rollen gebracht und da habe ich, und zwar, die ganzen Beweise dafür. Bei Leon sind wirklich immer die anderen schuld. Ich habe den Jungen oft genug gewarnt, das steht nicht mehr in meiner Macht, was die Hater alles mit Leon Elektronik anstellen. Leon ist einfach auch viel zu stur, um einen Rat anzunehmen, egal von wem. Und die Beweise dafür, was er zwar diese Mehlwürmer, die anderen Mehlwürmer da draußen, die da meinen, die müssen da zwar mit mir da, oder Kommando, so wie man es nennen, die da meinen, die können mit mir, ich werde diesen... Leon, beende doch bitte mal deine Sätze richtig. Die Leute machen sich schon Sorgen um dich. Ich werde diese Personen, Frank Treiber und diese ganzen Mehlwürmer, Trollkommandos, wie wir sie nennen, werde ich noch ans Messer liefern. Ich werde da, wo sie ihre E-Mails hingeschickt haben, und zwar mich umhören. Und dann werde ich uns bei diesen Menschen und zwar mal zeigen, was die überhaupt loslassen. Und wie scheißegal denen, und zwar denen ihr Beruf ist. Und wie scheißegal es denen ist, und zwar positive Werbung zu machen. Was positive Werbung zu machen, was soll das wieder heißen? Sollen wir jetzt Werbung machen für deinen Drecks-YouTube-Kanal oder was? Dass denen, und zwar mit diese Arbeit, was die danach gehen, und zwar, dass es einen Front Treiber und den Mehlwürmern und Rollkommandos da draußen schnurzegal ist, und zwar, und als abartigen Rotz bezeichnen. Der hat doch ein Rad ab. Das wird immer offensichtlicher. Das werde ich jetzt am vorlegen, und zwar, denn und zwar, jetzt schlag ich zurück. So, um meine Ehre auch hier wieder herzustellen. Frank Treiber hat meinen Ruf geschädigt, auch diese Treukommandos, und es wird von Tag zu Tag immer schlimmer. Sie nehmen ja kein Ende. Und das alles nur, weil die deutsche Justiz hier nichts unternimmt. Ja, ich habe mich auch nicht strafbar gemacht, Leon. Es ist leider so. Das ist mal wieder typisch für Deutschland, und zwar, keiner unternimmt was, und erst wenn es hart auf hart kommt, dass es dann erst, und zwar mit Schlägerei aufeinander zugeht, dann schreiten sie ein. Und das ist eine Frechheit, man muss jetzt schon aufwachen. Ja, eben, Leon muss in die Forensik, wegen seinen ganzen Drohungen gegen mich. So. Und ich habe mir jetzt Folgendes vorgenommen. Ich werde dieses Jahr 2024 noch kämpfen. Bis zum Ende des Jahres. Sollte ich weiterhin fertig gemacht werden und die deutsche Justiz sich nicht einschalten und auch der YouTube-Support gegen diese Mehlwürmer wie Frank Treiber und anderen nichts unternimmt. Ja? Und sogar auch mein Anwalt dann an seine Grenzen stößt. Dann werde ich Ende des Jahres, 31.12.2024, meinen YouTube-Kanal Leon Elektronik für immer beenden. Das sind doch gute Nachrichten, aber ob Leon das auch so durchzieht, ist mehr als fraglich. Ich meine, sein großes Vorbild Uli Fun Life ist ja auch wieder zurückgekommen, nach nicht mal einer Woche. Und an diese Menschen, die das dann nicht wahrhaben wollen, dass das Leute sind, und sagen, die nur Unfrieden stiften. Unfrieden stiften, damit kennt sich Leon aus. Und es nicht einsehen wollen. Und weiterhin meinen, die müssen mir dies und das verbieten. Und wer verbietet dir das Zeugs, Leon? Diesen Menschen sage ich, dann ist es nicht mehr mein Problem, es ist eure Zukunft. Und wenn ihr dann keine Werbemaßnahmen mehr wollt, dann lasst es einfach bleiben. Niemand will, dass du Werbung für irgendeine Veranstaltung machst. Meiner Meinung ist das alles negative Werbung von dir, Leon. Ganz einfach. Man tut euch nur Gutes. Ja, ich tue nur Gutes euch, und zwar, das lege ich vielen, die auf diese Helderträuche hineingefallen sind, oder Mehlwürmer, wie man sie nennt, an alle, und zwar die, wo da drauf reingefallen sind, die ja meine Warnungen in den Wind geschlagen haben. Denen kann ich nur eins sagen, und zwar, wenn ihr meint, ihr müsst mir weiterhin alles verbieten und die Heide haben alle was zum Lachen,
dann ist das kein Problem. Dann kriegen diese Leute einfach von mir keine Werbung mehr. Die wollen ja auch keine Werbung von dir. Wer glaubst du denn, wer du bist? Leon ist größenwahnsinnig hoch 10. Plus, ich finde es innerlich sozusagen ein Stich ins Herz ist sowas, sozusagen, weil ich habe mich, bevor Frank Treiber und die Trollkommandos angefangen haben, bevor die überhaupt angefangen haben, habe ich mich mit meinem ganzen Willen eingesetzt, dass ihr heute dasteht, wo ihr hin wolltet. Ja, Leon ist wirklich größenwahnsinnig. Ich habe da dran einen großen Anteil, dass sozusagen die Feste und alles im Jahr 2022 wieder aufgenommen werden konnten. Der hat sie doch wirklich nicht mehr alle. Da habe ich einen großen Anteil, weil ich bin und zwar bei Wind und Wetter für euch Musikanten, Schausteller, Veranstalter, ich bin für euch auf die Straße gegangen. Bei Wind und Wetter habe ich für euch jetzt am Schilder hochgehalten und habe demonstriert. Diese Demos haben doch wirklich nichts gebracht. Damit ihr wieder zurück könnt und damit uns zwar das, was ihr gerne macht, wieder haben dürft. Er wohl, dass Leon nicht nur alleine in seinem Zimmer saufen muss. Und weil ich jetzt auf solchen Festen, wie ihr das nennt, ich fühle mich bei euch auf euren Festen, es ist für mich wie ein zweites Wohnzimmer. Und mir liegt dort zwar euer Lifestyle im Blut. Ich und zwar. Was soll dieser Lifestyle sein? Bier saufen, bis man umfällt, oder was? Man kann jede sämtliche Text und zwar auswendig. Man kann mich ins Bierzelt auf die Bühne stellen und sagen, ich mache ein 6-Stunden-Programm draus. Wie sich Leon wieder selbst überschätzt, der hat sie doch nicht mehr alle, aber wirklich nicht mehr. Und alle würden feiern. Ja? Was glaubt der Junge auch, wer er ist? Der bekommt ja nicht mal einen geraden Satz raus. Ich könnte mich sogar und zwar ins Kassenhäuschen vom Schausteller setzen, ans Mikrofon und zusammen und könnte rekommandieren und ordentlich einheizen. Das wäre alles kein Problem. Mir liegt dieses Zeug einfach im Blut. Nein, Leon, du bist doch schon mit deinem YouTube-Zeugs maßlos überfordert. Mir liegt's im Blut. So. Nur komme ich da nicht weiter durch diese Trollkommandos, weil die mir alles verbieten müssen. Dir verbietet niemand etwas. Und ich sage noch was mit dem ganzen Verbotszeug, ja? Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt hier in Deutschland die Pressefreiheit und die Freiheit der eigenen Meinung. Nach dem Artikel 5 Grundgesetzbuch. Dann gibt es bei jedem Festen und dieses Schild, wenn ich wieder sehe, dann filme ich das sogar ab, dass es jeder lesen kann. Ja? Und das werde ich in Zukunft jetzt immer so machen. Wenn solche Schilder aushängen, werde ich das aufnehmen, wo separat bei jedem öffentlichen Veranstaltungen es Schilder gibt mit dem Betreten des Geländes stimmen sie und zwar der Veröffentlichung zu, weil dort und zwar Film- und Rundfunkbeiträge für die Öffentlichkeit gedreht werden. Für die öffentlichen Plattformen und so weiter und so fort. Das hat seinen eigenen Namen, das müsste ich euch nochmal genau vorlesen. Ja, aber das ist doch gar nicht rechtskräftig, Leon. Aber wenn ich dieses Schild wieder finde, und zwar bei den Eingängen, beziehungsweise ich der sehe, ich werde das abfilmen, und zwar, damit man mal sieht, und zwar, ich erzähle hier keinen Stuss und keinen Schmarrn, es ist die Realität. Und wenn wir in diesem Land angekommen sind, man darf dies nicht mehr, man darf das nicht mehr, dann möchte ich wissen, wo wir dann hier hingekommen sind. Ja? Und wozu, wenn man dies nicht mehr und dies nicht mehr fotografieren, dies nicht mehr filmen darf, dann frage ich mich, warum und wozu werden dann noch Kameras hergestellt? Sicher nicht, dass so ein übergewichtiger Typ, der glaubt, er könnte alles machen, die Bilder und Videos auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Hiermit beende ich den ersten Part der Reaktion, den zweiten Part kommt dann die nächsten Tage, bis die Tage, euer Genosse Treiber.
abonniert Frank Treiber und gebt ein Like auf das Video. Euer Leon Elektronik.